beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hängt seit Wochen der Haussegen schief. Die letzten drei Spiele in Folge verloren die Niedersachsen, rutschten vom rettenden Ufer auf den Relegationsrang. Punkt, 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 Punkt. Nach der 1:4 Niederlage bei RB Leipzig gab es für die VfL-Profis am Tag nach dem Spiel eine stinkende Überraschung. Fans hatten am Zaun des Trainingsgeländes eine große Mülltüte mit vollen Windeln aufgehängt. Punkt, 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 Punkt. Daneben soll in Anlehnung an das Vereinsmotto Arbeit, Fußball, Leidenschaft ein Zettel platziert worden sein mit der Aufschrift „Das entstand mit mehr Arbeit“. Wölfe-Anhängers auf einem anderen Blatt lautete „Scheiße für Scheiße“. Der Club aus der Autostadt hat am letzten Spieltag der Saison noch die Chance, dem direkten Abstieg aus eigener Kraft zu entgehen. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Dafür brauchen die Mannen von Bruno Labbadia allerdings einen Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Punkt, 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 Punkt.